Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Als erstes möchte ich mich nochmal bei euch allen bedanken. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass noch ein Special kommt vor Weihnachten. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob es noch dieses Jahr kommt. Ist ja jetzt auch nicht mehr so lang. Aber... ja, ich möchte mich auf jeden Fall kurz bei euch allen nochmal bedanken, auch für die lieben und netten Kommentare, die ich immer bekommen habe. Und wir sind jetzt aktuell bei 60 Abonnenten, das ist einfach der Wahnsinn. Und ja, wollte einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, mich nochmal bei allen zu bedanken und all jene, die einfach zugucken und die Show genießen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr keine Videos. Und wir sind jetzt in Skellige. Wir waren bei der Trauerfeier. Und wir müssen uns jetzt nochmal schick machen. Sonst lässt die Jene von uns nicht rein. Hilfst du einem Mann in Not? Ja, das machen wir auch noch. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Edda, Hexer. Du suchst nicht zufällige Arbeit? Ja, ich suche gleich Arbeit. Aktuell muss ich mich noch schick machen. Langsamer. Das muss Jens Zimmer sein. Sie hatte es immer schon gern geräumig und luxuriös. Ja. Also, wir kriegen von der ein paar hübsche Sachen gestellt. Wenn ihr sie ärgern wollt, es ist eigentlich immer unterschiedlich, was sie ärgert. Ob wir jetzt das blaue oder das Oberteil anziehen. Ich ziehe meistens das blaue an. Ich finde das einfach schicker. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Und es ist schön, dass man die Hosentextur vorher sieht. Etwas mehr Textur oder etwas weniger Textur? Die Handschuhe müssen wir auch noch ablegen. Du musst dir die auch bitte dann ablegen, Geralt. Dankeschön. Also, immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Yennefer eigentlich für mich? Tja, für dich wäre es besser nicht, wenn sie deine Geliebte ist. Also ihr solltet euch vorher festlegen, wem ihr eure Liebe geschehen wollt. Das hat nämlich nachher fatale Konsequenzen, wenn ihr mehreren... Die vergiftete Quelle von Tissaia de Vries. Die Liebe besteht. Inspiriert sie noch immer. So, wir nehmen ein bisschen Alkohol mit. Jen macht das bestimmt nichts aus, wenn wir hier ein bisschen leer räumen. Hier reingehen, dann können wir. Das macht der nette Herr hier. Tag. Das Meer ist glatt heute früh. Als wollten die Götter selbst dem großen Konung Bran Respekt zollen. Bist du ein Schneider? Bin ich. Wohl der Einzige auf den Inseln.
Kannst du mir die Haare schneiden? Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Hm. Das ist der Einzige auf Skellige, der das macht. Ich hätte gern meinen Bart getrimmt. Und zwar bitte glatt rasiert. Danke. Obwohl der Vollbart steht ihm auch nicht schlecht. Geralt kann fast alles tragen. Und wenn es einfach ein Handtuch ist. Bis dann. Alles gut. Komm schon. Ach, jetzt rutschst du runter, ja? Also in der Regel mag sie das Blau nicht. Nur wenn sie ärgert wird. Ob der so stark ist, der suchst nicht zufällig Arbeit? Ja, gleich. Also wenn er zur Burg wollt, das ist ein bisschen umständlicher. Ihr müsst nämlich ausruhen. War ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellt mich vor, Jan. Ich bin Geralt. Ich bin Geralt, ein Hexer. Birna, Königin von Skellige. Sehr erfreut, doch bitte entschuldige. Die Pflicht ruft. Warum überrascht mich das nicht? Oh, Geralt, was hast du dir nur angezogen? Ich will keinen von deiner Schönheit ablenken. Ein Mann an der Seite einer Frau ist ein Accessoire. Er sollte ihre Schönheit unterstreichen. Aber danke für das Kompliment. Es ist eigentlich ziemlich egal, was ihr zu ihr sagt. Ab einem bestimmten Punkt ändert sich das. Denn... Nee, ich nehme es nicht vorweg. Nein, nein. Im Prinzip ist es egal. Es wird anzüglich sein bis zu einem gewissen Punkt in der Geschichte, wenn ihr das macht. So, suchen wir Krach. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Lass bloß auf, Fremde. Ein Omen des Krieges ist erschienen. Die Dammelfahrt. Was habt ihr zum Abschiedsfest? Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Mit? Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Hm. Wir sind glatt rasiert. Er steht dir. Wir sind immer noch glatt rasiert. Eigentlich für die Feier. Schön rausgeputzt und glatt rasiert. Dame Yennefer,
mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Schön, dich kennenzulernen. Wo finden wir Krach? Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krach an Kret sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjorn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wie war dein Name? Ich hab's vergessen. Es ist Ceres. Seid ihr alle Jarlsöhne? Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Ceres an Kret ist eine Jarlstochter, Geralt. Jarlstöchter sind Jarlssöhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deine Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Klar, bin dabei. Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ja. Ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Ich mag die Skellige. Die sind cool. Da sind wir. Einige ihr müsst Zeit von später. Hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Ich auch. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Nicht bescheißen. Muss auf den Weg achten. Nee, falsch. Gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle.
Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Ach, aber ein bisschen umgekürzt. Unabsichtlich. Das passiert mir jedes Mal. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Trinken wir. Auf Ceres. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleitung. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Ach, ich mag den Fall einfach nicht. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yardona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug? Das lernen wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Beruhigt euch oder geht vor die Tür? Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hoch erfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Sollen doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Du gehst zu weit, Lugos. Beruhige dich. Beruhige dich, Lugos. Mir sagt kein Weibstück, wie ich zu kämpfen habe. Das war nicht meine Absicht. Gehen wir, Geralt. Diese Diskussion führt zu nichts. Tut's auch nicht. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Wir sollten nicht gehen? Wir sollten nicht in Moissachs Labor einbrechen. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du hast keine Eier. Aber ich weiß, du meckerst gern. Und das ist der einzige Grund, warum du das sagst. Ah ja. Warum willst du dorthin? Um etwas zu holen. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie und müssen sie stehlen. Ah ja. Stimmt, natürlich. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Natürlich. Als ob du hier Mitspracherecht hättest. Vielleicht mag ich sie deshalb nicht.
nehme noch ein bisschen Alkohol mit, mache die Kerze hier aus, damit jeder weiß, dass wir hier waren. Alkohol, Länder des Nordens, Pfeffer. Finken trällern und Kraniche rufen, während Pfauen kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Das war nah dran. So kommt man das aus, ja. Wunder Serikaniens. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen oben da. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinde.